Was geht's, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Entscheidung. Heute mal ein deepes Thema. Jeder kennt sie, jeder macht sie. Große CEOs treffen große Entscheidungen, kleine Bärbels treffen kleine Entscheidungen. Das stimmt. Mein bester Kumpel Alex trifft täglich die Entscheidung, ob er jeden Morgen erstmal Kaffee trinkt, vaped und kackt. Oder vaped, kackt und Kaffee trinkt. Da hast du deine... Hä, man kann doch einfach alles zusammen machen. Auftritt im heutigen Video, du Dödel. Diesmal war's aber Kaffee kacken, vapen. Selbst diejenigen, denen viele Entscheidungen abgenommen wurden, ja, auch die müssen mal eine Entscheidung fällen. Ich hab doch gesagt, die normalen McNuggets, nicht die Spicy McNuggets. Das tut uns leid, aber... Da habe ich mich oft falsch entschieden und hab auszusehen die genommen statt die normalen, obwohl ich die normalen wollte. Das ist mir dreimal passiert. Können jetzt nicht nochmal los. Habt ihr mich jemals etwas Scharfes essen sehen? Jemals? Steve? Nee. Nee, weil weder mein Magen noch mein Darm dieses Zeug abkönnen. Und das ist mein letztes fucking Essen, Leute. Ja. Du brennst halt auch das letzte Mal im Arsch. Das Leben ist voller Entscheidung. Und dieses Video ist voll mit dem Wort Entscheidung. Okay, ganz kurz. Ich bin mir leid, dass du deine McNuggets nicht bekommen hast und jetzt auch noch sterben musst. Ich konnte das jetzt nicht einfach so stehen lassen. Deswegen habe ich den jetzt nochmal gezeichnet, wie er halt irgendwie frei ist. Frei und happy. Außerdem hat er seine richtigen McNuggets bekommen. You're very happy. You're very happy boy. Sieht richtig gut aus. Wollte ich nur einmal klarstellen. Es geht weiter. Auch du, Gurke, von deinem Monitor triffst das jeden Tag einen Haufen Entscheidungen. Meist ohne es so richtig... Wer, ich? Meist ohne es so richtig wahrzunehmen. Zum Beispiel hast du dich dazu entschieden, dieses Video hier zu gucken. Wird vermutlich die beste Entscheidung deines Tages sein. Ich für meinen Teil stehe jede Mittagspause vor derselben Entscheidung. Gehe ich zu Rewe oder zu Edeka für meine Geflügelröllchen? Sowas bringt Abwechslung in den Tag. Im Leben gibt's vier Arten von Entscheidungen. Die guten, die irrelevanten, die schlechten und die, die dich flachlegen. Wenn du eines Morgens beschließt, ein Kilo Cetirizin wegzukauen, wird's dich vermutlich flachlegen. Das ist aber ganz schön. Eine irrelevante Entscheidung wäre mein Geflügelrollen-Szenario. Ist absolut Wumpe, ob ich zu Rewe oder zu Edeka gehe. Ich entscheide dann immer, welcher Laden gerade näher ist. Und dann musst du auch noch Glück haben, dass sie das wirklich haben. Ich krieg immer meine Röllchen. Außer ich werde vom Rewe angeschossen. Dann hätte ich lieber zu Edeka gehen sollen. Welcher Rewe schießt durch die Gegend? Gute Entscheidung ist sowas wie, zur Schule zu gehen. Oder in 2012 einen Haufen Bitcoins gekauft zu haben. Oh, das stimmt, ey. Ich stand 2012 auch davor und dachte mir, kaufst du dir welche oder nicht? Und da dachte ich mir, na gut, dann am Ende hast du nichts davon, weil der ist einfach abstürzt und nichts. Und dann auf einmal 21 die Preise in die Höhe. Und ich dachte mir so, hätte ich doch damals nur welche gekauft, ich Trottel, dann wäre ich jetzt Milliardär. Naja, so vielleicht nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und eine schlechte Entscheidung. Ja. Eine schlechte Entscheidung ist es, über 300 Euro im Monat fürs Carsharing auszugeben, weil man jeden zweiten Abend ein Mädel von der Arbeit heimfährt und dann immer 15 Minuten mit laufender Uhr vor ihrer Haustür parkt, damit man noch etwas Zeit mit ihr verbringen kann. Okay, okay, mein letzte Gott, Song, dann muss ich das hoch. Ist wirklich oh, nö, viel. Bleib doch. Noch ein bisschen. Für 37 Cent die Minute. Was? Ich meine, es brennt, du Stute. Was? Genau. Eine schlechte Entscheidung ist es, seinen Job zu schmeißen, seine Wohnung aufzugeben und nach Kanada abzuhauen. Ui, toll, na lieber. Oh, yo, boy, blöd! Nur weil man das Gefühl hat, man bräuchte unbedingt eine drastische Veränderung in seinem Leben. Das ja, aber so? Ist es eine schlechte Entscheidung, in Kanada ein zweites Boosted-Board für 600 Euro zu kaufen, nur um später herauszufinden, dass man es nicht ins Flugzeug mitnehmen kann und es daraufhin... Was passiert dann eigentlich damit? Du musst dann dort lassen und das Geld ist weg oder was? Jetzt mal ehrlich, was passiert mit Sachen, die du nicht mitnehmen darfst, die du aber gekauft hast? Oder werden die dann nochmal extra geliefert für 600 Euro mehr? Für 300 Euro express nach Deutschland verschickt. Also, und wie ich mir gerade dachte. Man muss noch mal ein paar hundert Euro hinlegen, damit es verschickt wird. Wie dumm ist das denn? Warum darf man sowas nicht mit ins Flugzeug nehmen? Wenn wir über zukünftige Entscheidungen reden, wäre es vermutlich eine schlechte Entscheidung, genau den gleichen alten koriandergrünen Blechklumpen aus meiner Kindheit zu kaufen. Ja, was ist, wenn ich mir ein Auto im Ausland kaufe? Warum darf ich das nicht mit ins Flugzeug nehmen? Da muss ich es extra verschiffen lassen, oder was? Einfach, weil man zu lange am Tagebuchvideo saß und viel zu nostalgisch wurde. Schaut's am besten gleich nochmal an. Jupp, schlechte Entscheidungen sind schon so eine Sache. Weil es sie gibt, zögern viele Leute, irgendwelche Dinge auszuprobieren. Du möchtest einen bestimmten Beruf erlernen, befürchtest aber, dass du damit nur deine Zeit verschwenden wirst. Du möchtest in eine andere Stadt ziehen, um einen Neuanfang zu wagen, hast aber Sorge, dass du keine Freunde finden wirst und ewig... Na gut, ich sag mal, das wäre mir eigentlich relativ egal. ...wieder Heimweh bekommst. Oder du hast gerade ein Date mit dem Carsharing-Mädel, die dir offensichtlich Zeichen transmittet, dass sie Interesse an dir hat, traust dich aber das nicht sind eindeutige Zeichen. Zu machen. Die folgende Szene ist absolut geschmacklos und sollte... Weil deine Windel voller Angst... Aber Leute,
Schlechte Entscheidung. Okay. Sind okay. Schlechte Entscheidungen gehören zum Leben dazu. Schlechte Entscheidungen. Junge, wie oft denn noch? Können dich anfänglich ausbremsen, sich aber aus nachhaltiger Sicht positiv auf dein Leben auswirken. Ich sag ja immer, das Leben. Schlechte Entscheidungen zeigen dir auch, dass du sowas nicht nochmal machen solltest. Ist viel zu kurz, um stets die richtigen Entscheidungen zu treffen. Kann auch ein Facebook-Spruch sein. Es ist sowieso vollkommen unmöglich, ständig und immer die richtige Entscheidung zu treffen. Irgendwann auf mein sweetest life zurückblicken werde, sei es in 60 Jahren auf dem Sterbebett im Beisein meines Boosted Boards. Oder vielleicht auch schon morgen im Beisein eines Burger King Pressesprechers, weil ich mich an ihren bekloppten Chili Cheese Nuggets erdrosselt habe. Have it your way! John weiß sich mit Sicherheit, dass die interessantesten, lustigsten und generell besten Momente meines Lebens, die Geschichten, die mich zu dem Dödel geformt haben, der ich bin, nicht nur durch meine besten Entscheidungen zustande gekommen sind. So what, wenn ich mir einen potenziellen Schrotthaufen kaufe, den ich vorhabe, Schrotti zu nennen? Update. Ich hole mir den Wagen doch nicht. Es wäre an sich recht dämlich, sich dieses Schrottteil zu kaufen. Ich hätte es trotzdem gemacht, aber es ist halt leider nochmal extra dämlich in meiner aktuellen Situation, die ein bisschen kompliziert ist und sehr privat. Dann nochmal irgendwie so einen Haufen Geld. Kauf mir das Auto nicht, ich hätte es trotzdem gemacht, okay. Auf den Tisch zu droppen. Und ich glaube, ich habe eine fünfte Entscheidungskategorie vergessen. Und zwar die weisen Entscheidungen. Kuckuck, du kleinen Schlampe. Weise Entscheidungen können heißen, dass du eine sehr dämliche Entscheidung nochmal revidierst. Ich bin letzte Zeit ein bisschen gestresst. Das sieht man an meinen Lippen. Ich kaue ohne Ende auf ihn rum. Das kenne ich also aber auch. Abonniert diesen Kanal. Wo ich mich dann doch entscheide, das nicht zu machen und dann später rausfinde, das wäre wirklich eine Scheißentscheidung gewesen, eine blöde Entscheidung, eine schlechte. Genau so. Richtig gute Entscheidung. Küsse gehen raus. Euer Plankton. Das war echt cool. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.